Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Oh ja, wir sind hier wieder auf der Dreadful Wall und wir hauen auch schon wieder ab. Wir gehen die nächste Quest machen. Neuer Eintrag im Tagebuch. Jawohl, bitteschön, was gibt es hier Schönes? So. In Sicherheit, das hatten wir, Delilah im Nichts hatten wir auch. So, Ziel. Ach so, das gehört dazu. Brianna Ashworth ist mein nächstes Ziel. Brianna Ashworth, ich kenne sie nur durch ihren Ruf. Sie wurde in die Aristokratie Dunwalls hineingeboren, ist Bildhauerin und Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums in Kanaka. Eine von Delilahs Leutnants, vielleicht ihre engste Vertraute. Sie haben beide Geschmack am Okkulten gefunden. Als Sokolov gefangen gehalten wurde, belauschte er zufällig ein Gespräch, in dem es darum ging, dass unter Ashworths Aufsicht ein Gerät gebaut werden soll. Das Oraculum. Etwas komplizierteres als die mechanischen Tötungsmaschinen, aber zweifelsohne ebenso gefährlich. Na, prächtig. Ich denke, ein Abstecher ins kaiserliche Konservatorium nach Feierabend wird mir die Antwort liefern, die ich brauche. Super. Da kommt ja Freude auf, meine Lieben. Dann, meine gute Megan, gehen wir's an. Wir nehmen das Beiboot. Ich will mit der Dreadful Whale nicht näher ran als notwendig. Es gibt einen kleinen Anleger in den Syria-Gärten in der Nähe des Konservatoriums. Dahin kann ich sie bringen. Sind Sie bereit? Jo, können wir aufbrechen. Ja, gehen wir. Ah, Kapitel 5. Das kaiserliche Konservatorium. Während seiner Gefangenschaft hat Anton Sokolov von einer wichtigen Verbündeten Delilahs erfahren, Brianna Ashworth. Sie ist der Kopf hinter dem Staatsstreich zur Erlangung des Throns in Dunwall. Darüber hinaus verfügt sie über große Macht und ist voller Geheimnisse. Zurzeit baut sie ein mysteriöses Gerät für Delilah. Brianna Ashworth muss eliminiert werden. Mal schauen, ob es dann auch eine andere Option noch gibt. Auf jeden Fall gehen wir es mal an. Vor dem kaiserlichen Konservatorium ist die Garde. Im Inneren sollten sie auf alles gefasst sein. Ashworth ist von einer ausgewählten Schar umgeben. Sie ist gefährlich. Eines Tages würde ich gern wissen, wie Sie Ashworth kennengelernt haben. Das dachte ich mir. Ashworth ist sehr wichtig für Delilah. Das bringt mich auf was anderes. Sie könnten den Jedermannsorden ausnutzen, indem Sie Ashworth aus dem Spiel nehmen. Der Vizeaufseher in Kanaka hat Ashworth beobachtet, von einem versteckten Außenposten beim kaiserlichen Konservatorium. Sehen Sie zuerst dort nach, wenn Sie mehr wissen wollen. Wenn sie noch mit Delilah zusammenarbeitet, ist Ashworth eine große Bedrohung. Gut, Megan. Bis bald. Triff dich mit Megan Foster am Beiboot. Haben wir erledigt. Finde heraus, was Byrne weiß. Decke Ashworths Rolle auf. Eliminiere Brianna Ashworth. Kann man sie nicht einfach wieder bewusstlos machen und vielleicht, naja. Okay. Großartig. Ich würde sagen, das ist wieder dann speicherungswürdig. Zuerst schauen wir uns hier kurz um, ob da irgendwas von Wert ist. Ein Wecker. Ja, mehr nicht. Ja, da vorne stehen wieder zwei Leute. Ich verstecke mich mal wieder ein bisschen. Und wir werden natürlich speichern, wie es sich gehört. So, einfach hier drauf wieder. Alles gut. Okidoki. Passt. Und weiter geht's. So.
Ich würde sagen, das Herzelein. Ho, ho, ho. Da ist ja was los. Alter Schwede. Okay, ich glaube, dass da die Rune hier ist schon mal nicht so schlecht. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Jo, das wissen wir sogar. Nur mal das Schwertelein weg. Sind das Freunde oder Feinde? Ich habe keine Ahnung. Oh, was habe ich denn da ausgerüstet für eine Fähigkeit? Entschuldigung. Da scheint noch alles okay zu sein. Hüp. Das müsste dann schon, wenn schon, hier irgendwo sein, oder? Wow. Was ist hier los? Hey du! Komm her! Am Haken. Los geht's! Ich will da runter. Ah, Kabelwerkzeug. Ich weiß, dass du hier bist. Halt! Wo ist sie? Verdammter Heuler! Komm her! Verdammt! Hä? Sind die gerade beschäftigt? Ich glaube, die sind gerade beschäftigt, ne? So. Hihi. Seien Sie gegrüßt. Ich biete beste Dienste und absolute Diskretion. Das ist aber toll. Hallo, willkommen, wie geht's dir so? Also, ein Bekannter von mir soll sich in einem Büro versteckt haben, mit Blick auf das Kaiserliche Konservatorium. Können Sie mal nachsehen, falls Sie dort sind? Ich würde selbst machen, aber die Straßen sind gesperrt. Es springt auch was dabei raus. Ich denke drüber nach. Gefällt Ihnen irgendwas? So einiges. Und zwar, die Rune möchte ich gerne kaufen. Bitte, lassen Sie sich Zeit. Ich würde gern Ausrüstung, ne? Patrönchen, haben wir 10 von 10. Da haben wir gar nichts. Sie werden mit Ihrem Kauf ganz sicher zufrieden sein. Ja, das glaube ich auch. So. Was ist das? Tresorkombination. Der Cousin des Ladenbesitzers hat einmal eine Vorlesung in einem jetzt von Blutfliegen befallenen Gebäude besucht. Direkt gegenüber vom kaiserlichen Konservatorium. Er kennt die Kombination des dortigen Tresors. Nehmen wir mit, oder? Die Rune nehmen wir auch mit. Karl-Werkzeug nehmen wir auch mit. Wohl nichts einpacken. Jo. Sind wir soweit? Das eventuell noch? Stechen der Bolzen. Und hier noch 2. Jetzt sind wir voll. Passt. Das passt. Bauplan. Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Jo, wenn es sowas gibt. Also geben schon. Naja, können wir eigentlich schon, ne? Den da. So, passt. Mehr allzu viel werde ich nicht ausgeben, sie mir schon fast pleite. Ja. Wärmer. Da drinnen liegt auch was. Wie kommen wir denn da rein? Hüstelchen, Hüstelchen. Bitte, lassen Sie sich Zeit. Kommen Sie rein. Es ist immer ein Vergnügen, Sie zu sehen. Ja. Wie kann ich hier einbrechen? Hier könnte man echt viel klauen.
Naja. Da ist auch nichts Besonderes. Hm? Was für eine schöne Überraschung, Sie wiederzusehen. Hier sind die blutigen Schlimmer als in den anderen Bezirken von Kanaka. Und das hier war ja so ein blühender Bezirk. Jo. Schade. Brauche ich jetzt eine Kurbel? Wer hat die Tür aufgemacht? Es ist mir ein Vergnügen, eine so reizende junge Dame im Laden zu haben. Ja, ja, du Schleimer, ist schon gut. So, habe ich das Richtige? Ich sollte mal speichern. Ich werde failen ohne Ende, das weiß ich jetzt schon wieder. Das heißt, ich speichere das lieber mal. So, schön speichern. Sehr gut. So. Ich warte. Hab ja sonst nichts zu tun. Wachsam bleiben. Ich habe keine Ahnung. Geht die Kugel vielleicht mal hier hin? Wow. Endlich. Wenn es wirklich der Kronenmeuchler ist, wird das mal Zeit zu sterben, Mädchen. Wow. Au. Aha, okay. Gut. Ich habe gewusst, dass ich fehle. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die Kurbel brauche. Ich weiß nur, dass wir uns nicht, ja, porten können, solange wir die Kurbel tragen. Ja. Keine Ahnung, wofür meine Kurbel brauchen. Ich wollte sie eigentlich nur mal vors Haus, also vor den Raum bringen. Wer hat die Tür aufgemacht? Vielleicht war es nur der Wind. Und was ist hier los? Hm? Geht's da weiter? Nö, oder? Sind sie weg? Los, ich tu dir nichts. Na gut. Ich würde sagen, Mamilein. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Jupp, das denke ich auch. Also denke ich mal, der hier wird sich anbieten, ne? Nächstes Mal. Sind sie weg? Ich hoffe mal, dass die weg sind. So. Jo. Das hier ist ja wieder sehr, ja, verwinkelt und so weiter. Also da können wir suchen wieder, bis wir schwarz werden. Schwarz werden, wollte ich sagen. Das eine Knochenfragment, das sind wir schon mal in der Nähe. Hier ist aber alles zu, blöderweise.
Hier auch. Da oben. Gut, jetzt sind wir einen Stock höher. Was haben wir da Schönes? Vielleicht ein Bild oder so für uns? Oder irgendwelche Infos. Whiskyglas, Stift und Wecker. Eine Banane. Eine Zeitung. Da schläft wer. Alter. Zahlreiche Opfer bei Bergwerkskatastrophe. Oh weia. Wie ein Repräsentant des Bergbaufamilienkomitees berichtete, wurde bei einem weiteren Einsturz eines Silberbergwerks 8 Arbeiter verletzt und 12 getötet, um Gottes Willen. Nach Meinung des Komitees sind die unrealistischen Produktionsziele des Herzogs die Ursache dafür. Genannt wurde die seit dem Verschwinden des Besitzers Aramins Stilton eingeführten Überschichten. Die Bergwerke werden nun direkt vom Großpalast verwaltet, bis Stilton zurückkehrt oder ein neuer Leiter gefunden wird. In einer offiziellen Erklärung des Großpalasts wurde allerdings menschliches Versagen als Ursache des Einsturzes genannt. Außerdem enthielt sie die Drohung, jeden zu inhaftieren, der wegen der Demoralisierung der Bewohner Kanakas für schuldig befunden wurde. Bei dem Kanaka-Anzeiger unterstützen die Anstrengungen zur Bewachung der Einheit Serkonus. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Verletzten und Getöteten. Das ist ja wieder typisch, ne? Wir nix schuld. Dunkles Brot. Njam, njam, njam. Was haben wir hier noch Tolles? Obst. Braucht man eigentlich nicht. Was haben wir hier noch Feines? Badesalz zum Beispiel. Na, aber das nehme ich auch mit. Das sage ich nicht nein. Das Klo, ja. Das müssen wir momentan nicht. Wir waren ja schon am Schiff. Perlmutfächer. 40 Gold wert. Ich muss immer schauen, ob da ein Bild oder so ist. Ja, das Badesalz. Hier haben wir sonst nichts. Der begehbare Kleiderschrank in Mini-Ausführung. In Mini-Mini-Ausführung. So. Das Fenster ist vergittert. Da kann man leider nichts machen. Zuerst vielleicht machen wir zu hier. Nach oben schauen. Balkon. So. For sale. Ja, ich würde es kaufen. Wenn es uns dafür zum Artefakt bringt. Jo. Das war für die Fisch. Gut. Dann weiter nach unten. Ich dachte nur, vielleicht ist da oben noch was versteckt. Ne? Ein paar Münzen oder irgend sowas. Aber nein. Nein, 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 nein. Nicht hier. Da bekommt jemand Briefe. Da sind wieder Ratten. Na? Was haben wir hier? Heizraum? Aha. Mhm. Hä? War da was? Also das Knochenfragment. Okay. Da ist dann auch nichts. Ich würde sagen, da unten rauszugehen ist etwas gefährlich. Vielleicht wäre es klüger, weiter nach oben zu gehen. Da waren wir gerade vorhin drin, ne? Ich wollte nochmal schauen, ob es hier ein Bild gibt, das ich vielleicht übersehen habe. Das da vielleicht? Du klumpert. Nö. Na, da ist eh nichts, ne? So weit, so gut. Da waren wir eh. Na, kein Bild übersehen. Die nehmen wir vielleicht mit. Vielleicht kann ich die... Na, die darf ich nicht brauchen dürfen. So.
Die darf ich nie, einfach nicht brauchen dürfen. So, rauf. Oder hier raus. Da oben gibt es eh nichts mehr. Normal müssten wir hier raus. Da unten gehen schon wieder welche rum, ne? Da drüben ist der Strom. Aha. Okay. Aha, da geht's wieder hier rein. Okay. Ich würde mal sagen, speichern. Bevor mich wieder irgend so ein Gradler entdeckt. Okidoki. So, Delilah. Delilah, Delilah, Delilah. Ja. Das, die Fans, ne? Da drüben soll's sein. Vorher Strom ausschalten. Vorher Strom ausschalten. Das heißt, der Strom. Sein Blick. Wen hat er denn erwartet? Die Kaiserin? Was für ein Trottel. Alter. Da liegt auch jemand. Sehr super. So. Geht's nochmal rauf für uns? Ja. Hui. Mach auf den Dreck! Na, großartig. Wohl doch nichts. Wie soll ich denn das jetzt wieder hinbekommen? Vielleicht so mal. Ich bin schon ganz ruhig. Es tut mir leid. Entdeckt bin ich jetzt leider etliche Male worden. Da wäre jetzt irgendwas mit Chlorophyll nicht schlecht. Immer krieg ich die Schicht. Ich verwette meinen Sold, das ist die schlimmste. Aha. Naja. Was haben wir denn da? Schließung des Konservatoriums verlängert. Die Mitarbeiter des Kaiserlichen Konservatoriums bestätigte heute, dass dessen Schließung abermals verlängert wurde und auf unbestimmte Zeit andauern wird. Leiterin Brianna S. Ashworth war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Unsere Leser werden sich daran erinnern, dass ein Milbenbefall die Rosebrough-Ausstellung zur Schließung vor fast 6 Monaten geführt hatte, wobei laut Gerüchten seither keine Schädlingsbekämpfung erfolgt ist. Ach, das hatten wir schon mal, ne? Das hatten wir schon mal, tatsächlich. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Entschuldigung. Entschuldigung, mein Fail. So, was haben wir denn da? Ja, das ist ein bisschen eine blöde Geschichte, weil... Boah, da haben sie alles verwüstet, ne? Ich könnte so eine Art Chlorophyll oder so brauchen. Achso, jetzt dachte ich, das wäre ein Bild. Das Knochenfragment ist halt auf der anderen Seite drüben, ne? Ja, das ist jetzt auch nicht gerade sonderlich schön. Und da draußen sind alles voll Gegner, ne? Da oben wird nichts sein. Nein, ist auch nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Na, das ist nicht schlau. Das ist gar nicht schlau. Wenn ich Chlorophyll hätte, dann ja, aber so, nö. Eine Bombe will ich auch nicht schmeißen. Ich will die jetzt nicht umbringen. Ich will es echt mal schaffen, niemanden umzubringen. Ich hätte sie eh fast hinbekommen, aber halt nur fast. Und fast, wir wissen, zählt nicht. Von was ist es denn blockiert? Da schläft wieder jemand, ne? Hey.
ohne diese blockierten Türen. Das ist halt wirklich grau. 21. Was haben wir da? Ein Spindelein. Ich spinne ein Spind. Wie fein. So, na, da ist nichts. Aha, Händler. Hier bist du. Das dauert nicht lang. Ganz allein ohne Leid. Hallo. Scheiße. Das wollte jetzt auch nicht flott herumschauen und rumgaffen. Wo bin ich hier eigentlich? Ich muss mal kurz laden. Scheiße. Ja. Da war ich wieder mal zu viel zu gierig. Ich will ja keinen Kampf und so, ne? Nach Möglichkeit. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, da in dem Raum. Okay. Eh nicht so schlimm eigentlich. Gut, das da unten kann ich eigentlich auch schon voll vergessen. Den hätte ich halt nur gern ausgeraubt, ne, den Kerl. Aber der hätte wahrscheinlich eh nur so einen kleinen Beutel gehabt oder so. Was haben wir da? Verwirrend. Das wäre schon mal verwirrend. Okay. Lol. Das wäre genau das Richtige für uns. Das wäre genau das Richtige für uns. Wow. Ich weiß nicht, ob ich die nehme, ob ich die machen soll. Aber das würde ja für den Schwarzmarkt stehen, ne? Das da. Was hast du los? Zeit zu sterben, Mädchen. Wo bin ich? Ich zerquetsch. Okay. Ich wollte es nur mal probieren. Laden wir mal. Na, solange es nicht betäubend ist, hilft es. Hilft's nichts. Ich wollte es nur mal probieren. Okay, verwirrend. Mehr ist es nicht. Okay. Ist wurscht. Dann konzentrieren wir uns noch. Ja, okay, der Part ist auch zu Ende. Dann würde ich mal sagen, konzentrieren wir uns mal als erstes auf das Einsammeln der Artefakte und der Relikte. Relikte sage ich der Runen. Ja. Ist vielleicht ein Plan. So, das heißt, ich muss hier wieder raus. Okay, das lief gar nicht mal so schlecht. Zu meiner Verwunderung. So. Also hier irgendwo. Und das ist hier so gesund, was ich da mache? Das glaube ich eher weniger, oder? Aber ich muss es nicht wegmachen. Da oben kommt wahrscheinlich eher nicht drauf, ne? Aber darüber. So. Wo könnte dieses Teil sein? Ein Stückchen noch darüber. Schau, ein Kupferdraht. Für uns, jawohl. Da oben. Da kommen wir, da dürfen wir rauf. Tatsächlich. Okay. Dein Ernst jetzt. Das machen die doch absichtlich. Von innen verschlossen.
Das glaubt dir kein Mensch, ich sag's dir. Kommen wir wenigstens darauf. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Ob es mir was bringt, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. So. So, jetzt bin ich mal hier oben. Kann ich vielleicht von hier aus darüber? Da werde ich hier abrutschen und in den Tod fallen. Kann ich mir vorstellen. Oder warte. Ah, das klappt auch nicht. Das geht viel zu weit nach oben. Da herüben ist auch nicht so krass. Ja. Ich glaube, wir werden da abrutschen, glaube ich eher. Ich glaube, wir werden da drüben abrutschen. Und ich sehe gerade, der Part ist auch schon wieder zu Ende. So. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir beenden das hier mal und werden im nächsten Part uns in den Tod stürzen. Wahrscheinlich, weil ich hier rüber möchte. Ich schaue mal, ob es überhaupt klappen könnte. Ich glaube nicht. Ich denke, wir werden da so im Kreis herum müssen. Das wäre wahrscheinlich schlauer. Auf jeden Fall bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!